Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch alles ohne Strom von Die Toten Hosen in der limitierten Earbook Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Earbook, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu diesem Earbook findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles ohne Strom von Die Toten Hosen, das Ganze am 22. November erschienen. Wir haben hier ein Album in der Earbook Edition. Ja, das Ganze ist limitiert auf 15.000 Stück. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze im Detail ansehen. So, einmal. Hin und wieder kommt es ja doch vor, dass man solche E-Books, solche Bucheditionen rausbringt. Und das wurde hier mal wieder gemacht. So, die Folie ist ab. Hier haben wir noch einen FSK 0 Sticker auf der Folie gehabt. Also hier finden wir dann noch eine DVD und eine Blu-ray vor. Daher dieser Sticker. Wir haben hier ein schwarzes Cover, also zumindest schwarzer Hintergrund. Hier oben links lesen wir den Namen der Band, Die Toten Hosen. Rechts lesen wir den Albumtitel, Alles ohne Strom. Hier haben wir noch ein geknicktes, ein gerissenes Stromkabel. Und dann haben wir hier eine Gitarre, die ziemlich mitgenommen aussieht. Also wir haben hier Farbe drauf, dann einen orangen Stern, Sticker, dann hier und hier dürften wohl abgeblätterte Sticker sein und unten löst sich sogar schon hier die Wand, also der Körper der Gitarre löst sich hier auf. So sieht das auf der Seite aus. Das Ganze ist ein gebundenes Buch. Und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder groß die Gitarre. Und dann haben wir hier einmal oben links die Tracklist. CD lesen wir hier, 21 Stück. Dann haben wir auf der rechten Seite DVD und Blu-ray. Bedeutet, das Ganze ist natürlich auch live gespielt worden. Insgesamt 31 Titel. Dann haben wir hier die Infos zu diesem Video. Also wer hat das Ganze hier gemacht, wer hat Regie geführt. Was lesen wir hier noch? Gesamtlaufzeit, Moment, 141 Minuten, okay, also 2 Stunden 21. Und dann haben wir hier Covermotiv Kuddels erste Gitarre 1975. Ja, gut, 1975, die hat echt einiges mitgemacht. Wir haben hier unter anderem einen Sticker von Fortuna Düsseldorf. Küsse keinen Kettenraucher. Und was steht hier? Trinken Trend. Aha, okay. Dann haben wir unten einen Barcode und die Beteiligten. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht dann hier auf. Auf der linken Seite, auf der ersten Seite, haben wir dann hier CDs, beziehungsweise eine CD und eine DVD und eine Blu-ray. Also, als erstes haben wir die CD. Die sieht so aus. Ganz klassisch gehalten in diesem Schwarz und Weiß. Und wie man es von einem Earbook kennt, finden die dann hier Platz auf der Seite. Dann haben wir hier einmal die DVD, alles ohne Strom. Und zusätzlich haben wir dann auch noch die Blu-ray. Also der Inhalt der Blu-ray und der CD ist ident. Kann man sich dann selbst aussuchen, wo man das Ganze anschauen möchte, auf CD oder auf Blu-ray. Was auch noch zu sagen ist, wir haben hier einen Umschlag. Also das hier ist so ein schwarzer Umschlag. So sieht das Ganze dann ohne Umschlag aus. Also das ist das alternative Cover darunter. So, dann kommen wir mal zu den einzelnen Seiten. Also hier lesen wir Die Toten Hosen, alles ohne Strom. Dann haben wir hier eine Widmung. Ich lese euch einfach mal den ersten Absatz vor, weil da wird uns erklärt, was wir hier vor uns haben. Also hier lesen wir: Lieber Freund, liebe Freundin, du hältst die Dokumentation eines besonderen Wochenendes in deinen Händen. Die Aufzeichnungen stammen aus der Düsseldorfer Tonhalle von den Abenden des 13. und 14. Juli 2019. Das Programm bestand ausschließlich aus Akustikinterpretationen unserer eigenen Lieder und ausgewählten Coverversionen. Es ging dabei aber nicht um einen Unplugged-Abend Teil 2,
Denn dieses Abenteuer hatten wir 2005 ja schon im Wiener Burgtheater erlebt. Wir wollten einen Schritt weitergehen. Jawohl. Rest könnt ihr euch natürlich auch durchlesen. Könnt ihr gerne an dieser Stelle kurz anhalten, das Video. So, dann haben wir hier diverse Blasinstrumente. DTH lesen wir hier, also die Toten Hosen. Dann schauen wir hier mal weiter. Einmal eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Das dürfte dann die Düsseldorfer Tonhalle sein. Dann haben wir hier Fotos der Band. Die fünf Herrschaften hier zu sehen. Dann hier noch Einzelporträts. Weitere Einzelporträts, spannenderweise in unterschiedlichen Größen, aber alle vor dieser Wand hier abgebildet. Weiteres Foto und dann haben wir hier nochmal Fotos von außen. Jawohl. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, hier haben wir dann Nahaufnahmen der Instrumente. Dann haben wir hier die Band, die das Ganze hier begleitet hat, unterstützt hat. Also diverse Streichinstrumente. Was lesen wir hier? Kuddel und das Michail Gorbatschow Gedächtnisquintett. Ja, und hier werden wirklich alle namentlich genannt. Also wir haben hier einerseits Fotos der Beteiligten, aber wir haben hier auch beschrieben, wie die Menschen heißen und wir haben hier auch beschrieben, welches Instrument sie gespielt haben. Sehr schön. Also da bekommt jeder Beteiligte seine Anerkennung in diesem E-Book. Weitere Fotos. So, dann hier die ganzen Koffer der Streichinstrumente oder vielleicht auch Gitarrenkoffer dabei. Jawohl, Schlagzeug, Klavier. So, hier sogar der Mann der Security, Nico Idrisi, hat hier seine Credits bekommen. Sehr schön. Ja, jetzt bekommen wir so ein paar Blicke hinter die Kulissen. Da gab es sogar eigenes Bier von den Toten Hosen. Und dann eben entsprechende Fotos, was da abgelaufen ist. An Vorbereitung, an Aufbau. Ja, Korn und Wodka. So sah das also aus, das Setup. Also hier haben wir das gesamte Bühnenbild. Hier haben alle Platz gefunden. Dann wieder Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Also ihr seht selbst, es sind unfassbar viele Fotos. Das ganze Buch hat insgesamt 152 Seiten. Hier spare ich da jetzt wirklich jede im Detail, aber ich werde schauen, dass ich das hier ein bisschen beschleunige beim Durchblättern. Wenn euch ein Foto speziell gefällt, einfach anhalten. So. Ja, hier dann das Ganze in Action, inklusive Publikum. Ja, so sieht das aus. So, dann kommen wir zu den ersten Lyrics. Die haben wir hier schwarz auf rot abgedruckt. In diesem Fall das Lied Feiern im Regen. Das dürfte sich jetzt... Nein, okay. Ich dachte jetzt, dass jede Seite... Nein, hier haben wir dann wieder den Track Kamikaze. Also, zusätzlich zu den Fotos haben wir dann hier dann auch immer wieder Lyrics mit dabei. Das ist auch heftig, also dass die Fans hier wirklich wie bei einem Fußballspiel hier, wo man dann im Stadion seine Fetzen, seine Banner aufhängt, haben die hier ihre mit zum Konzert gebracht. Toten Hosen, Fahnen und Fetzen, nicht schlecht. So, Fotos ohne Ende. Und dann natürlich einmal der Gesamteindruck, so sah das aus. Also es ist hier echt so aufgebaut, dass die Bühne sich in der Mitte befindet und rundherum Publikum ist von allen Seiten. Spannend. So, und jetzt sind wir gleich durch. Da haben wir dann wieder Lyrics. Dann die Lyrics mal rechts.
Okay. Ja, also ihr seht selbst unendlich viele Fotos. Diesen Abend hier aufgezeichnet haben. Und wir haben das Ganze auch immer nummeriert. Also hier unten sieht man dann die Seitenanzahl. Gut, zum Abschluss haben wir dann hier noch die gesamten Grades noch einmal zusammengefasst. Also wer hat hier seinen Beitrag geleistet? Das alles kann man hier nachlesen. So, weitere Sachen. Noch ein weiterer Security, der hier genannt wird. Und so endet das Ganze. So, wir schauen uns mal ganz kurz an, ob hier, nein, hier ist nichts zu sehen unter dem Umschlag. Okay, das war's soweit. Wie gesagt, in dieser E-Book Edition, wir haben hier 152 Seiten inklusive dem Album mit 21 Tracks und eben der DVD und der Blu-ray. Und da hat man das ganze Konzert dann aufgezeichnet. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren E-Book Edition. Alles ohne Strom von Die Toten Hosen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. diesem E-Book? E-Book? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Toten Hosen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.